Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Folge von Genau Mafia 3. So, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, am letzten Punkt angelangt. Und wir sollen jetzt nochmal mit dem komischen Typen hier quatschen. Ganz seltsam, weil wir eigentlich mit dem doch schon gequatscht haben. Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Da steht sogar noch unser alter, Filmstar-Kistenauto da. Und dem sein Auto haben wir ja letztes Mal mitgenommen. Der steht wieder hier. Sehr gut. Total normal. So, dann quatschen wir doch nochmal mit ihm. Du bist ein erfreulicher. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Aha, okay. Ja, das ist ein bisschen verwirrend noch. Diese Vorgehensweise muss man ein bisschen verstehen. Ich finde es aber saugeil, dass man dann immer wieder mal zurückgeht, nochmal so ein bisschen quatscht und so, nochmal kurz sich unterhält mit denen. Das finde ich richtig gut gemacht. Das muss man denen schon lassen. Du hast jetzt mehrere Ziele zur Auswahl. Wähle Einsatzziele über die Karte und die Zielanzeige an. Tabulator, da kann ich die Zielanzeige auswählen. Also sprich, ich kann jetzt hier aufmachen und habe hier einmal die Semibar. Aha, da kann ich das Geld einlagern. Haben wir noch was? Ah, okay, hier einmal. Ah, das ist so cool gemacht. Auch hier so mit den, was für eine Mission wir gerade machen. Also es sind eigentlich so ein bisschen so offene Missionen. Man kann immer ein bisschen wo dran arbeiten, wenn man gerade zufällig auf dem Weg ist. Das finde ich richtig toll. Aha, sehr cool. Okay, dann fahren wir jetzt natürlich hier hin. Achso, ich brauche nur auswählen und dann... Aha, das ist das aktuelle Ziel. Okay. Jetzt schauen wir mal, was hier so steht. Dr. Horse ist Melis Man. Und der hier ist auch Dr. Horse. Steht da noch was mit Risiko? Wie viel Schaden? Die Belohnung? Aber das gilt jetzt für die... Aha. Hier lässt Pferdchen, die Dirkus Strip rausgeflogen sind, vor einem diesem miesen Hotel anschaffen. Und hier, dass sich keiner in diesen Bumspalast schleicht, ohne ihn vorauszuzahlen. Aha. Das ist ja echt cool gemacht. Ja, das gefällt mir. Gefällt mir gut. So, wir fahren mit der Karre weiter. Die macht Spaß, die startet gut. Bin mal gespannt, ob dann der alte Kahn da immer noch steht. Let's fetz. Oh. Oh, die ist ja schon hier. So, jetzt schauen wir uns doch mal um. Da hinten läuft einer von den komischen Typen. Aha. Und schauen wir mal, wie wir hier jetzt vernünftig reinkommen. Sowas liebe ich, wenn man so ein bisschen taktisch vorgehen kann. Steht auch schon wahrscheinlich eine Prostituierte. So, der da, der jetzt gerade auf unserer Höhe ist, den holen wir uns als erstes. Irgendwie. Wenn der sich umdreht, gehen wir rein und schnappen ihn uns von hinten. Mann, der wartet doch schon drauf. Weil da stehen da ziemlich viele komische Leute rum. So. Ich hab den jetzt einfach mal hier ein Messer in den Rücken gesteckt. Tarnkappe? Ich hab keine Tarnkappe. So, komm mal her.
Ich hoffe, das ist nicht so schlecht, dass das hier so öffentlich ist. Oh, der macht's aber gar nichts gesehen. So. Renn einfach weg. Da sind keine Menschen hier. Wie geht's? Servus. Na cool, unser antwortet dann auch. Jetzt holen wir uns den hier. Den da hinten kriegen wir nicht, wenn wir hier so reingehen. Verzeihung. Auf den Weg! Einfach gehen. Nur noch er oder was? Da war doch noch einer. Da. Wo ist denn der? Der ist hinter dem Zaun. Vielleicht kommen wir an dem dran. Oh, das will ich lesen. Nur eine einzige Vorstellung. Die Königin des Dschungels. Miss Dorothy. So etwas wie diese wilde Schönheit haben Sie noch nicht gesehen. Sehen Sie die strahlenden Glanz in Ihren ebenholzschwarzen Haut? Erleben Sie im Anblick Ihrer üppigen Brust aber nur eine einzige Vorstellung. Ah, super. Die Arme. Guck mal, wie sie alle weinen, ey. Wie kann man sowas freiwillig machen? Also antun den Leuten. Long life Dixie. Dixie Klo. Sie ist ein bisschen zu jung. Mal da hinten rum. Hast du sie nicht gern, Jung? Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich meine, wenn man sowas freiwillig macht, dann ist es einem selbst überlassen. Aber wenn man Menschen dazu zwingt, das zu machen, das finde ich einfach. Wenn ich jetzt da so durchlaufe, der sieht uns doch 100 pro. Es geht. Ich wollte ihn gerade überwältigen, ja? Schön leise. So. Jetzt haben wir nur noch den da. Hätten wir ja vorhin da lang gehen können. Gehen wir jetzt einfach rein, hier raus und schnappen ihn uns. Zack! Easy going. Ihr könnt gehen. Haha! Oh, guck mal, der hat ein schönes Gewehr. Mit Scharfschützeneinheit. Keine Einnahmen mehr. Sobald genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn eines illegalen Geschäfts auf Null zu senken, geh entweder zu deiner Kontaktperson, frag sie, wie du den Boss erwischen kannst, oder erledige erst noch weitere Ziele. Du hast mehr des Prostitutionsgeschäfts gestört und ihn hervorgelockt. Besuche die Stimme dort, bekommst du Informationen, wie du an Merlis rankommst. So, wir könnten den hier jetzt auch noch machen. Das machen wir auch. Wenn es doch richtig wehtut. Irgendwas wird hier nur angezeigt. Durch hier. Ah. So, ihr könnt alle gehen. Mei. Kriegen wir richtig Mitleid. Ja, Entschuldigung, hier park halt ich schon. Sucht einen anderen Parkplatz. Mein Gott, muss der jetzt unbedingt da stehen. So. Was macht er denn jetzt? Wow, Achtung! Tag auch, mein junger Bruder! Lass mich mal da hinten rein, ich sehe da gerade ein schönes Heftchen.
Kein Zutritt für Kunden in diesem Bereich. Ach so, dann gehe ich wieder. Schön, dass deine Ohren funktionieren. Cool. Na, das finde ich richtig schön. Ja, gleich so, geh wieder bitte weg. Ja, verstehe ich. Trotzdem wollte ich mich kurz umsehen. Aber er hat nicht gleich gesagt, oh Gott, ich töte dich, sondern er hat gesagt, geh. Ansonsten werde ich stinkig. Ich bin gegangen, hat er gesagt, ja, gut, dass deine Ohren funktionieren. Passt, fertig. Einwandfrei. Mehr bedarf es ja gar nicht. Klasse. So, dann haben wir den Laden hier noch. Ich wollte nur hier reinfahren. Schauen wir mal. Einer von denen könnte sogar herkommen. Der geht so weit rüber. Ich hatte kein Glück. Mist aber auch. Ich wollte, dass er herkommt. Aber er wollte nicht. Wer stimmt denn da so? Oh, ich kann ja... Kann ich die Tür aufbrechen? Okay. Du glaubst, du bist was Besseres als ich. Du bist die Wilde. Man muss ein bisschen aufpassen. Nicht alle sind unser Feind. Alter Schwede. Wie sie mich immer wieder belehren hier. Oh, der pinkelt aber lang. Da fallen Schüsse. Einer von denen ist ein Wachmann. Ah, der da hinten. Ich versuche an den dran zu kommen. Wer ist das da drüben? So, einer weniger. Weil es interessiert die gar nicht. Faszinierend. Der pinkelt immer noch. Du bist was Besseres. Der ist irgendwie da hinten beschäftigt, du bist mein nicht Gott. Als ich. Hast du gehört? Hast du gehört? Der pinkelt auch hier. Ich nehme jetzt hier einfach das Geld. Tut mir leid. Dankeschön. Ich hab dir nichts zu sagen, Mann. Hat es so einen schönen Tag? Hops! Der Nigger ist ja wahnsinnig! Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Alle weg hier! Kein Zutritt. Zieh Leine. Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Was für sind die Frauen geboxt? Ich habe nichts gesehen. Gar nichts.
Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich hätte schwören können, da war was. So will ich nicht sterben. Du glaubst, alle weg du bist hier. Ich dachte, ich sei bereit. Ich. Ist aber nicht so. Und gute Nacht. Oh, das macht so Spaß, ey. Oh, tut mir leid. Lieber Gott, bitte. Hey, Dumpfbacke. Hä? Ich bin ein alter Verdammt! Ich wollte es einfach mal probieren. Meine Munition ist alle. Los! So will ich nicht sterben. Der ballert nur auf mich. Doch, verschone mich. Der zählt alle Register. Scheiße! Was ein Klotz. Scheiße! Ist aber nicht. Wow, Wahnsinn. Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Headshot! Wechseln. Die Stärkung ist angekommen. Ich dachte, ich sei bereit. Ist aber nicht. Von ihm, aha. Oh, das Auto. Ach, keine Munition mehr. Grüß Satan vor mir, du Pisser! Das ist eine verfluchte Granate! Weiter vor Schönheit! Mensch, lern zielen! Schwein leer! Bitte. Ach du Scheiße! Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Ich will lieber. Alter, der war genau im Fadenkreuz. Und ich treffe trotzdem nicht. Mein Gott, verschwinde mich. Oh Gott, lieber Gott. Weg hier! Bitte! Alle weg hier! Mein Gott, verschwinde mich. Na, ich will nicht das Auto. Steig sofort wieder aus dieser Scheißkiste aus. Lassen Sie mich in Ruhe. So. Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Raus hier. Verdammt. Ich brauch Munition. Raus hier. Könnte ich denn Munition her? Oder eine andere Waffe oder irgendwie sowas? Hier ist was. Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Alter, vor Schönheit. Wieso will der nicht mehr schießen? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt steckst du ganz schön. Arschloch. Was war denn das jetzt? Der wollte gar nicht mehr schießen. Ich hab nichts gesehen. Gar nicht. Auf den Weg. Notiz lesen. Ich hab dir gesagt, sorg dafür, dass die Mädchen schön heiß sind, bevor du auf die Straße schickst. Wenn du, bevor du sie auf die Straße nicht im Rausch sind, mögen sie nicht richtig mitspielen. Ja. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bessere Arbeitsbedingungen schaffen, dann... Ja, weiß nicht. Ich meine es dann ja gerne, ich weiß es nicht. Irgendwo liegt noch Geld rum. Na jetzt. So! Wir haben ja da hinten geparkt. Dann schauen wir mal. Dann quatschen wir jetzt hier mit unserem Typen. Die Stimme. Sehr gut. Das hat ja gut funktioniert. War wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, aber es macht Spaß. Und das hat uns bestimmt Kohle gebracht und so. Wir haben gerade 10.000 in der Tasche. Wir sollten nicht sterben. Passen wir da durch. Yeah! Diese Laternen immer.
Achtung! Einwandfrei. So, dann quatschen wir mit der Stimme. Lincoln. Hm? Was ist das jetzt? Wenn du annimmst, werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Dann machen wir erstmal. Du bist ein erfreulicher Anblick. Aha, okay, ja, passt. Marl hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Levon. Garantiert. Okay. Schauen wir mal. Aha. Da müssen wir hin. Da sind wir zu Hause. Wir fahren erst nach Hause, leeren unsere Brieftasche. Das wäre nämlich schön viel Geld, das wir verlieren würden. Und das möchte ich nicht riskieren. Wohl 10.000, das ist schon ordentlich viel Summe. Ja, Schnauze. Und das ist ja hier gerade um die Ecke, das kann man ja mal eben so zügig hinfahren. Dann gucken wir noch vorher Verstärkung und upgraden unsere Munition. Ein paar Meter jetzt noch vorfahren können. So. Wie war das hierhin? Verstärkung? Ein bisschen Material brauchen. Ja, kommt der schon. Dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich höre dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wolfram. Dabei, weil du brauchen kannst. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, einmal Munition. Waffenverbesserung. Ich möchte meine Standardknarre wieder dabei haben. Oder nehmen wir mal diesmal den Schalldämpfer. Denn wenn wir leise töten wollen, nehmen wir den Schalldämpfer. Oh, es gibt jetzt inzwischen noch neue. Aha, genau. Okay. Und, Spezialwaffen. Alter Schwede. Oh. Genau. Und dann nehmen wir hier noch eine. Die automatische MP hier. Da haben wir keine Kosten. Passt. Du weißt, wie du mich finden kannst. Super, ich lasse jetzt die Waffen da liegen. Ja, das ist wieder so, also, da machen sie alles richtig, aber das ist dann wieder. Nee. Katzenkacke. Ehrlich. So. Na, dann sichern wir mal unser Geld im Safe. Wenn wir dann was kaufen gehen, wird das dann. Wir haben ja jetzt nichts. Jetzt gehen wir was kaufen. Wird es dann aus dem Safe genommen, das Geld, oder? Wie läuft das? Würde ich sehr begrüßen, wenn das so wäre. Ich denke mal schon. Oh, schön. Jemand hat unser Auto umgedreht innerhalb von ein paar Minuten. Sauber. So, dann fahren wir zu dem Merle Jackson. Guck, oh, Hydrant. Aus dem Weg, bitch. So, hier links. Oh, 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 zu viel, zu viel. Oh, mit Rand. Ja, ging noch. Ging noch. Verbündete anrufen. Du kannst Verbündete. Ja, ja, wir haben aber ja nur. Ja, wieso wiederholt sich das denn immer wieder? So. Hier waren wir schon mal. Oder? Ist doch derselbe Laden. Hm, schicke Autos. Schauen wir mal, ob wir noch einen anderen Eingang finden. Wir müssen ja nicht einfach hier vorne rein, sondern wir gehen jetzt hier irgendwie hinten rein. Da
Ein paar Minuten sind vergangen und es sieht hier wieder genauso aus wie vor kurzem. Den ignorieren wir, sonst sind die drüben, dass wir den getötet haben. Hab gehört, er hat nicht nur die Mädels bekommen, er hat auch den Doc getötet. Ja, der war mausetot. Ach, scheiße. Der Doc wird umgebracht. Der Zuhälter da draußen auch. Merl kriegt bestimmt einen Herzinfarkt. So angepisst ist der. Nur einer braucht kommen. Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Gute Nacht, mein Freund. Ha? Komm her. Du steckst hier irgendwo, Süßer. Eine hübsche Frau wartet auf dich. Sie nennt sich Klinge. So, das Schöne ist, hier ist alles clear. Jetzt müsste im nächsten Raum der sein, den wir brauchen. Geschäftsboss töten! Um ein Geschäft zu übernehmen, schalte einen derzeitigen Boss aus, rufe danach eine deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Triggers Jackson, um seine Prostitutionsring zu sprengen. Noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir! Tut mir leid, Merle, aber ich war nicht mal hier. Ich sag's dir bloß. Der Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen. Die hätten einen Kürbis durch einen Strohhalm gesaugt, um an Drogen zu kommen. War nicht alles. Er hat auch noch Doc getötet. Scheiß auf ihn. Jeder Idiot kann mit einer Spritze umgehen. Aber jemanden dazu zu bringen, einen Schwanz zu verwöhnen, ist eine ganz andere Sache. Ja, mach ich. Ich habe das Gefühl, der kommt jetzt hierher. Und dann haben wir ihn ganz alleine für uns. Man ist der dämlich. Der macht es jetzt aber auch echt einfach. Guck mal, das ist ein Checker. Und? Was willst du machen, Nigger? Das. Das war einfach. Peace, yo. So, Einkommensplus 30.000. Ja, schön. Was im Tag, oder wie? Aha. Jetzt kann ich hier Enter drücken, um das Cassandra zuzuweisen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Ritchie reagieren. Super. Das hat doch einwandfrei funktioniert. So, schauen wir mal, was jetzt hier noch passiert. Oh, ich wollte gerade sagen, die bumsen sich doch hier gerade voll. Das sind wohl die Neuen, die jetzt die Gegend sichern. 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden.
Ich war dort bis 1986. Da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Hm. Kranke Scheiße. So. Als wäre nichts gewesen, der Laden läuft. Schön, aber haben Sie was Vernünftiges jetzt hoffentlich hier draußen? Screaming Sammy. Benutze die Screaming Sammy, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du ab sofort beim Waffenhändler. Was werfen? Achso, okay. Um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Achso, ich kann die Puppe irgendwo hinwerfen und die Puppe schreit dann. Und die lockt dann halt da Leute hin. Also so Art Ablenkungsmanöver. Haha, geil. Gefällt mir gut. So. Dann gehört das jetzt, ja, indirekt uns. Aha. Und jetzt wäre hier dann das nächste Story-Auftrag. Hm. Ja, dann passt es aber. Wir sind am Ende dieser Folge. Boah, hat das Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Wenn es heißt Mafia Droll. Ja, ich bin euer Xaug und sage Bisio. Bis dann.